Mit 3D-Druckern kann man seine persönliche Mini-Fabrik für zu Hause haben. Diese Modelle sind besonders praktisch und machen vor allem eine Menge Spaß, weshalb wir euch heute einmal die unserer Meinung nach 5 besten 3D-Drucker vorstellen wollen, die man auf Amazon kaufen kann. Wir haben 5 verschiedene Modelle von verschiedenen Herstellern und auch aus 5 unterschiedlichen Preisklassen herausgesucht. Bleibt also unbedingt bis zum Schluss dran, um alle 3D-Drucker kennenzulernen und am Ende ein passendes Modell für euch und eure Ansprüche finden zu können. Wenn ihr euch nach dem Video noch genauer zu den 3D-Druckern informieren oder euren persönlichen Favoriten direkt bestellen wollt, könnt ihr gerne mal unten in der Videobeschreibung reinschauen. In der Beschreibung haben wir euch nämlich alle Modelle mit den wichtigsten Infos und auch den tagesaktuellen Preis verlinkt. Lasst uns nun aber gleich mit dem ersten Modell aus der Einsteigerklasse beginnen. Vorstellen möchten wir euch hier den Anycubic Cobra 2 Pro. Dieses Modell ist jedenfalls von den Verkaufszahlen her das beliebteste im Vergleich. Er kommt mit einer offenen Struktur und einem Bauvolumen von 22x22x25 cm in der Höhe. Das Alleinstellungsmerkmal dieses Modells ist die herausragende Druckgeschwindigkeit. Bei einem Standarddruck von 300 mm pro Sekunde kann dieses Modell drucken und es sogar auf eine maximale Geschwindigkeit von bis zu 500 mm bringen. Dies wird zum einen durch die verbesserte Technik der Leveling-Achsen und auch durch den starken Prozessor garantiert. Hier ist das Modell mit dem neuen Cortex A7 Prozessor ausgestattet, welcher 4 Rechenleistung für noch schnellere Berechnungen und Befehlsausführungen bietet. Auch hat das Modell einen großen 8 GB Zwischenspeicher, womit genügend Kapazität vorhanden ist, um auch größere Dateien auf dem Gerät zu lagern und zu drucken. Bedient wird der Anycubic 3D-Drucker durch das 4,3 Zoll Vollfarb-Touch-Display an der Vorderseite oder auch über die Anycubic App und Software. Über diese kann man seine eigenen Druckdaten importieren, eigene Modelle erstellen und anpassen und auch Objekte aus der unzähligen Modellbibliothek auswählen. Der Cobra 2 von Anycubic ist ein leistungsstarker Hochgeschwindigkeits-3D-Drucker, welcher für all die Leute geeignet sind, die einen 3D-Drucker zum besonders günstigen Preis erwerben möchten. Dieses starke Modell ist für aktuell 380 € erhältlich und aktuell gibt es hier sogar noch einen 80 € Rabattcoupon, den ihr an der Kasse einlösen könnt. Damit kommt ihr auf glatt 300 € und das ist, wie wir finden, ein sehr starker Preis für den Anycubic Cobra 2. Bleibt aber auch gerne noch dran, denn als nächstes möchten wir euch den 8K Resin von Creality vorstellen. Der Creality 3D-Drucker kommt mit einer großen Druckgröße von 28 x 12,8 cm in der Grundfläche und 23 cm in der Höhe. Es handelt sich um einen 3D-Drucker mit geschlossenem Design, wobei die Abdeckhaube hier eine transparente Struktur besitzt, welche es erlaubt, einen Blick ins Innere beim Druckvorgang zu werfen und die sich durch das orangene Design auszeichnet. Die Druckgeschwindigkeit dieses Modells liegt bei 16 cm bzw. 170 mm Höhe pro Stunde. Eine außerordentlich hohe Druckgeschwindigkeit. Zudem ist das Modell mit dem Dynex-Bewegungssystem ausgestattet, welches die Bauplatte kontinuierlich hebt und senkt, was die Druckgeschwindigkeit und Genauigkeit zudem verbessert. Auch wird der Druck extrem schnell ausgehärtet, wodurch das verbesserte Lichtsystem sorgt. Dieses bestrahlt das Innere mit einer sehr hohen Lichtintensität, bietet eine viel gleichmäßigere Belichtung und verbessert so die Qualität der 3D-Druckmodelle. Zudem verfügt das Modell über eine automatische Harzbefüllung und Förderung, welche in der Lage ist, 1 Liter Resin innerhalb von nur einer halben Stunde aufzufüllen oder zu recyceln. Dies reduziert die manuelle Bedienung mit einem offenen Zuführungsrohr, das mit jedem Harzvorratsbehälter kompatibel ist. Auch überzeugt das Modell durch einen eingebauten Aktivkohlefilter, welcher Harzgeruch und stechende Dämpfe effektiv absorbieren und filtern kann. Der einzigartige orangefarbene Klappdeckel hat nicht nur optische Gründe, sondern dient auch dazu, UV-Licht aus der Umgebung zu blockieren, um Störungen zu vermeiden. Und zum Schluss möchten wir die starke Bedienung dieses Modells ansprechen. Diese erfolgt entweder über das große Bediendisplay an der Vorderseite oder auch über die Smartphone-App oder Computersoftware. Die Besonderheit bei diesem Modell ist, dass es sich hier um einen Resin-Drucker handelt. Dieser arbeitet also nicht mit Filament, sondern mit Resin, einer Druckflüssigkeit. Eine Technologie, die sich vor allem besser zum Drucken kleinerer Objekte mit äußerst hoher Detailstärke macht. Wenn ihr auf der Suche nach genau so einem Drucker wie dem Creality 8K seid, dann könnt ihr euch nun über den zweiten Link in der Videobeschreibung zu diesem Modell auf Amazon informieren. Bleibt aber auch gerne noch dran, denn 3 weitere Modelle möchten wir euch ja noch vorstellen. Als nächstes wieder ein Filamentmodell und hier handelt es sich um den X Plus 3 von Quiditech.
ein extrem schneller Hochgeschwindigkeits-3D-Drucker mit Industriequalität. Er bringt es auf sogar eine noch höhere Geschwindigkeit als der Hochgeschwindigkeits-Anycube-Drucker. So bringt er es auf maximal 600 mm pro Sekunde, womit selbst größere Druckobjekte in Nu fertig werden. Dies ist hervorzuheben, da es sich um die schnellste Druckgeschwindigkeit von allen 3D-Druckern im Vergleich handelt. Der stabile Aufbau dieses geschlossenen Modells zeichnet sich durch die ultrastabilen Metallquerträger aus. Die Struktur mit der sich auch anhebenden Bodenplatte sorgt aber nicht nur für eine außerordentlich hohe Stabilität, sondern auch eine noch schnellere Druckgeschwindigkeit. Überzeugend tut der Drucker außerdem durch ein insgesamt sehr großes Druckvolumen. Bei einer Grundfläche von 28 x 28 cm kann er bis zu 27 cm in die Höhe drucken. Überzeugend tut das Modell vor allem auch durch die nicht vorhandene Schichtentrennung. Diese wird durch das extra integrierte Heizelement erzeugt, welches Schrägen oder Verzüge beseitigen kann. So werden auch besonders glatte Oberflächen gedruckt, bei denen man nicht erkennen kann, dass sie aus einem 3D-Drucker stammen. Auch durch weitere Funktionen wie die Resonanzkompensation oder den Multimaterialdruck, wodurch er unterschiedliche Filamente mit verschiedenen Eigenschaften drucken kann, ist das Modell besonders für auch professionellere Einsätze geeignet. Zudem kommt er mit einem übersichtlichen Touch-Display an der Oberseite und auch einer sehr starken App bzw. Software, über die man seine Druckprojekte planen, anpassen und an den 3D-Drucker zum Drucken senden kann. Ein echt starkes Modell also, welches von den Kunden auch mit sehr starken 4,7 von 5 Sternen bewertet wurde und damit zu den beliebtesten 3D-Druckern im Vergleich gehört. Alles weitere zu diesem starken Modell der Mittelklasse über den dritten Link in der Videobeschreibung. Als nächstes möchten wir euch wieder einen Resin 3D-Drucker vorstellen. Hier handelt es sich um den beliebten Jupiter SE von Eligo. Der Eligo 3D-Drucker kommt, wie gesagt, mit der Resin, also Flüssigharz-Drucktechnologie. Hier besitzt das Modell eine automatische Harzzuführung und auch ein automatisches Recycling, welche für eine kontinuierliche Harzversorgung und Verarbeitung sorgen. Dadurch wird das Harz nicht nur schneller zugegeben und der Druckvorgang allgemein beschleunigt, sondern auch der Abfall kann reduziert und dadurch eine Menge Geld gespart werden. Zu einem Resin-Drucker gehört natürlich auch ein starkes Lichttrocknungs- und Kühlungssystem. Hier hat das Modell sehr effektive Kühlventilatoren und auch wärmeleitende Kupferrohre für eine effiziente Wärmeableitung. Das Lichtsystem sorgt für eine schnelle Aushärtung und natürlich kommt dieses Modell auch Resin-Drucker üblich mit einer UV-resistenten Abdeckung. Diese ist beim Eligo Jupiter in einem auffälligen Rot gehalten. Weitere Besonderheiten dieses 3D-Druckers sind die besonders starke Bauhöhe. Bis zu 30 cm kann man hier hochbauen, der beste Wert im Vergleich. Und mit 15,6 cm in der Breite und 26 cm in der Länge sind hier auch insgesamt recht hohe Strukturen möglich. Ein geräumiges Bauvolumen, welches vor allem, wie gesagt, für etwas höhere Strukturen dienlich ist. Vor allem überzeugt das Modell dabei aber auch durch eine sehr starke 6K-Druckqualität. Wie gesagt, sind Resin-Drucker generell für ihren hohen Detailreichtum bekannt, der mit diesen Modellen möglich wird. Mit der 12,8 Zoll 6K Mono LCD Druckfläche wird eine hohe Auflösung von 5448 x 3064 Pixeln gewährleistet. In Kombination mit der hohen Bauhöhe ist das Modell vor allem auch für zum Beispiel Statuen mit einer atemberaubenden Klarheit und Schärfe geeignet. Aber auch viele weitere Strukturen können durch diesen hochwertigen 3D-Drucker mit außerordentlich starker Detailpräzision gedruckt werden. Auch in Sachen Aushärtung, Kühlung und auch Bedienung ist das Modell, wie gesagt, auf den allerneuesten Standards. Druckeinstellungen und auch das Druckobjekt lassen sich über den 3,5 Zoll Touchscreen an der Vorderseite einstellen. Dieses dient aber vor allem auch dazu, den Druckvorgang zu überwachen. Die eigentliche Objektauswahl und Anpassung erfolgt nämlich hier auch wieder über eine Smartphone-App bzw. über die Computersoftware Cheetobox Pro. Alles weitere zum Jupiter SE Eligo, dem Modell der vierten Preis- und Leistungsklasse, über den vierten Link in der Videobeschreibung. Bleibt aber auch gerne noch dran, denn als fünftes und letztes möchten wir euch das Premium-Modell im Vergleich vorstellen. Es handelt sich hier um den Snapmaker J1S. Ein Filament 3D-Drucker mit dem größten Bauvolumen im Vergleich. Es handelt sich um einen geschlossenen Filamentdrucker, welcher mit zwei unabhängigen Dual-Extrudern kommt und generell durch viele, viele starke Funktionen überzeugen kann. Abgesehen von seiner großen Druckfläche von 20x20 cm und 30 cm in der Höhe, überzeugt er wie gesagt durch verschiedene Funktionen. Allen voran durch das einzigartige Extrusionssystem des Snapmakers. Dieser ermöglicht das Drucken mit zwei Materialien gleichzeitig ohne Abfall oder Kontaminationen. Diese können sich, wie gesagt, unabhängig voneinander auf der X-Achse des Druckers bewegen, wobei sie, wie gesagt, zwei unabhängige Objekte drucken oder im Kopier- oder Spiegelmodus einen gleichzeitigen Stapeldruck vollziehen können. So verkürzt sich die Wartezeit für symmetrische Modelle enorm. Außerdem kommt das Modell mit einer extrem hohen Düsentemperatur von 300 Grad Celsius mit der gedruckten
gedruckt wird. Mit der maximalen Druckgeschwindigkeit von 350 mm pro Sekunde und wie gesagt der Doppel-Extruder-Funktion, wodurch zwei Objekte gleichzeitig gedruckt werden können, können Objekte sehr schnell fertiggestellt werden. Dabei überzeugt dieses Premium-Modell auch durch viele sonstige Funktionen, die die 3D-Druckobjekte noch hochwertiger machen. Beispielsweise eine Eckenoptimierung, das starke Kühlsystem für ein noch schnelleres Fertigstellen der Objekte oder auch der sehr kompakte Extrusionspfad, welcher für einen nahtlosen Druck mit TPU und vielen anderen flexiblen Materialien ermöglicht, der also dafür sorgt, dass hier besonders feine Drucke ohne Kanten und abstehende Ecken oder Rückstände hergestellt werden können. Und besonders herausstechen tut der Modell auch die starke Bedienung. Hier ist ein intuitives 5 Zoll Touchscreen an der Vorderseite integriert, über das man sehr viele Einstellungen, wie beispielsweise die Extruder-Konfiguration und Temperaturen, einstellen und nachher auch den Druckvorgang in Echtzeit überwachen kann. Zudem sind ja auch vier verschiedene Druckmodi auswählbar, womit die Einstellung noch leichter fällt. Des Weiteren sind ja auch alle Objekte sehr haargenau über die Software am PC oder Mac anpassbar und natürlich gibt es auch hier wieder eine Smartphone-App, über die man den Druckvorgang in Echtzeit überwachen kann. Wer also vor allem auf der Suche nach einem besonders großen und leistungsstarken 3D-Filamentdrucker war, der diese spezielle Eigenschaft der Doppelextrusion besitzt, der kann sich nun über den fünften Link in der Videobeschreibung noch genauer zum Snapmaker J1S informieren.